Weißt du, ich war in Russland immer der Außenseiter, ich war dort immer der Kosmopolit und im Grunde genommen der Unerwünschte. Ein Henker und ein Dieb erringen höchsten Ruhm und Ehren, derweil auf einem Markt, als wolle er bekehren, die Menge fühllos ohne Herz, hört man den Sänger, der hinausschreit seinen Schmerz. ...1933 bekam wir ein Schreiben, oben mit einem Hakenkreuz. Wir müssten als Staatsfeinde Deutschland verlassen. Vater wollte, wie gesagt, nach Russland. Ich wehrte mich mit Händen und Füßen. Es singt und knarrt der alte Bauernwagen. Vorüber zieht das flache Land mit Busch und Strauch. Kapelle grüßt mich wie in fernen Tagen. Und dann ein Kreuz wie letzter Lebenshauch. Und wieder krank ich an der sanften Trauer beim Duft des Hafers, den der Wind herüberträgt. Sehe ich den Glockenturm und seine weißgetünchte Mauer, hebt sich die Hand, die wie von selbst das Kreuzeszeichen schlägt. Ja, Wodka trinkt man in Russland in einem Schluck, Tee trinkt man langsam. Es war im Juni, ein Nachbar kam gelaufen. Es ist Krieg. Die Deutschen, sie flogen nach Moskau. Und ich überlegte, mein Gott, vielleicht sitzen in diesen Flugzeugen ehemalige Freunde von mir. In den Gärten Splittergräben, nirgendwo ein Schein. Kinder, so verwaist daneben, ach, ihr Kinderlein. Stickig ist's im Bunkerschacht, Aug vor Tränen blind. In der Wüstenbombennacht, leise singt ein Kind. Ich war geprägt durch die Weimarer Republik, durch das demokratische Denken, und ich wusste, in welcher Zeit und an welchem Ort ich mich befand. Also machte ich das, was seinerzeit einer der sehr Großen gemacht hatte, nämlich Pasternak. Ich übersetzte. Ihr bleibt bei meinen Worten kalt. Euch guten Kindern lass ich's gehen. Bedenkt, der Teufel, der ist alt, so wird er alt, ihn zu verstehen. Soll ich eingießen? Am Abend klopfte an bei mir der Ernst des Lebens. Er hatte mich am grauen Haar erkannt. Doch vor mir lag Rabelais, ein Gläschen stand daneben. Drum hat er sich auch dieses Mal beleidigt abgewandt.